Dankeschön. Ja, das waren ja wunderschöne Worte, die wir gerade gehört haben aus der baptistischen Tradition, also aus der Tradition einer Kirchengemeinde, die ja auch die Verfolgung zum Teil noch am eigenen Leibe erlebt hatte, wo das Engagement theologische Gründe hat, aber auch Erfahrungsgründe hat. Und es ist ganz gut, dieses immer wieder zu vergewissern. Religionsfreiheit ist ein provokantes Menschenrecht. Damit möchte ich einsteigen. Religionsfreiheit enthält eine Menge Provokationen für autoritäre Regierungen, auch Provokationen da, wo bestimmte religiöse Ansprüche hegemonial sind, aber auch Provokationen für unsere säkulare Gesellschaft. Ich mache eine kleine Reise von Ost nach West und fange an in Vietnam. Vietnam ist ein Ort mittlerweile für den Tourismus erschlossen. Viele schwärmen von dem Land, seiner Schönheit. Und man gewinnt vordergründig den Eindruck, das ist doch gar kein kommunistischer Polizeistaat mehr, weil da ja mittlerweile zwischen Ho Chi Minh-Plakaten auch Coca-Cola-Plakate hängen. Das hat so was Beruhigendes, was immer man von Coca-Cola denkt. So schlimm kann es ja dann wohl gar nicht mehr sein. Ja, außerdem gibt es Kirchen in Vietnam. Tempel, Pagoden, die sind offen und es finden Gottesdienste statt. Also offenbar ist Religion möglich in Vietnam. Manche alten Konfliktlinien zwischen kommunistischer Ideologie und Religion überhaupt haben sich verschoben. Religion ist möglich, aber Religionsfreiheit ist nicht gegeben. Denn die Nagelprobe der Religionsfreiheit, das sind all diejenigen Gemeinden, die sich dem Kontrollgriff des Staates entziehen wollen. Der Staat in Vietnam hat immer noch Angst vor der Religion. Nicht vor der Religion als Belief System, das ist so ein bisschen verändert, aber davor, dass Menschen zusammenkommen und unabhängig von staatlicher Einflussnahme beten wollen, predigen wollen, hören wollen, diskutieren wollen. Es ist die Angst vor der Kommunikation, vor der freien Kommunikation, vor der freien Gemeindebildung, die Angst, die alle Diktaturen haben, alle autoritären Systeme haben, die Freiheit der Menschen. Und Religionsfreiheit ist in diesem Sinne ein Freiheitsrecht, als sie die Menschen eben zusammenbringt. In Vietnam ist religiöses Leben nur in engen vorgegebenen Kanälen möglich. Der Staat übt massiv Kontrolle aus. Der Staat macht Auflagen. Am 15. Oktober jedes Jahres muss jede kleine Gemeinde, Pagodengemeinde oder Kirchengemeinde einen Jahresplan vorlegen, alle Aktivitäten aufgelistet, alles muss extra genehmigt werden. Und wenn irgendwas bei den vielen Genehmigungen nicht ganz stimmt, und irgendwas stimmt immer nicht, wenn man sucht, sofort § 258 Strafgesetzbuch, Missbrauch demokratischer Freiheiten, die Leute kommen in den Knast. Vietnam ist ein Land, in dem Religionsfreiheit massiv verletzt wird, anders als früher. Und das schafft so manche Verwirrung und so manche Täuschung. All diejenigen, die sich der Infiltration entziehen wollen, nämlich der Staat will Religion mittlerweile einspannen für die Propagierung patriotischer und sozialistischer Werte und in den Predigerseminaren, auch den protestantischen, die es mittlerweile gibt, muss man ein Examen machen, auch in Marxismus, Leninismus, nach wie vor obligatorisch. Also diejenigen, die sich der Infiltration, der Instrumentalisierung, dem Kontrollgriff entziehen, die erleben massive Repression und das kann Verfolgung an Leib und Leben sein. Das betrifft buddhistische Gruppen, Katholiken, Protestanten und andere. Also ich habe getroffen etwa den Leiter der unabhängigen Buddhisten,
der United or Unified Buddhist Church of Vietnam, der lebt seit 30 Jahren in Hausarrest. Wir konnten da rein. Der hat schon in den 60er Jahren gegen die Amerikaner demonstriert, als manche buddhistische Mönche sich ja sogar selber in Flammen gesetzt haben. Das hat er Gott sei Dank nicht gemacht. Ja. Und jetzt protestiert er seit Jahren gegen das Regime. 30 Jahre in Hausarrest. An die 90 mittlerweile. Ja. Ungebrochen. Und es trifft Katholiken, es trifft auch protestantische Gruppen. Einige der protestantischen Gruppen, die dem Staat besonders suspekt sind, erleben, dass man sie per Formular dazu auffordert, ihrem Glauben abzuschwören. Da kommt einem in der Tat sofort Roger Williams in den Sinn, der nämlich den Begriff geprägt hat von Vergewaltigung der Seele, Soul Rape. Manche Formen der religiösen Verfolgung sind eine Vergewaltigung der Seelen, eine Vergewaltigung der Identität von Menschen. Das gibt es in Vietnam auch heute. Vietnam ist Nachbar des großen China. Und China ist ein Riese, aber ein Riese auf tönernen Füßen. Ein ökonomisch starker Staat, das bevölkerungsreichste Land der Welt, territorial riesig, riesig, riesig. Aber wenn es um Legitimation geht, wenn es um demokratische Legitimation geht, dann ist dieser Riese nackt. Da kommt einem doch ab und zu vielleicht das Märchen von Andersen in den Sinn, des Kaisers neue Kleider. Ja? Alle verbeugen sich vor dem Kaiser. Ja, wunderschön, wunderschön. Bis dann ein kleines Kind die Wahrheit ausspricht, der Kaiser ist nackt und der Bann ist gebrochen. Und das ist sozusagen die panische Angst all dieser diktatorischen Regime, all der Einparteienregime, die den Reality-Check freier Wahlen immer verweigern und deshalb die Illusion bedienen, die Fassade bedienen. Die Risse der Fassade können irgendwie alles zerbröseln lassen. Das ist die Angst. Und deshalb auch in China, die Repression nimmt zu. Die religiöse Verfolgung nimmt zu. Wer mitmacht, okay, ja, da gibt es Möglichkeiten mitzumachen, da ist dann das Leben einigermaßen, auch religiöses Leben einigermaßen möglich. Anders als vor 30 Jahren, anders als vor 40 Jahren. Aber nach wie vor, die unabhängigen Hauskirchen, die stehen unter Bewachung, unter Kontrolle, unter Verdacht. Das betrifft Protestanten, es betrifft Katholiken und dann natürlich auch Buddhisten in Tibet. Die Angst des Regimes vor Religion und vor der Kommunikation vor allem, vor der Religion, die Menschen zusammenbringt, geht ja so weit, dass der Staat sogar die Reinkarnation des Dalai Lama administrativ unter Kontrolle nimmt. Was zur Folge hat, es gibt keine Reinkarnation mehr. Der Dalai Lama sagt, er ist der Letzte. Man muss sich das mal klar machen, was das bedeutet. Muslimische Gruppierungen im Westen, die Uiguren, haben mir erzählt, während des Ramadan wird in den Schulen besonders köstliches Essen an die Kinder verteilt. Die werden zwar nicht direkt gezwungen zu essen, aber die Erwartungshaltung ist klar. Ziel: keine Erfahrung kollektiver religiöser Identität, vor allem in den Grenzgebieten. Da haben die Angst vor, panische Angst davor. Deshalb, die Schulen werden dazu instrumentalisiert, Kindern die Erfahrung von Gemeinschaftsleben zu verunmöglichen. Also auch die Muslime trifft es da. Ich gehe jetzt mal weiter nach Indien. Indien ist nun eine Demokratie. Alles sehr anders. Aber es ist eine Demokratie, die immer mehr einem hindu-nationalistischen Hype zu verfallen scheint. Als ich letztes Jahr in Indien war, hörte ich einen ganz fürchterlichen Satz. Muslime sind Terroristen, Christen sind Missionare. Also dieser Satz ist in jeder Hinsicht fürchterlich. Einmal die Assoziation des Islams mit Terrorismus, im Hintergrund das Trauma der Teilung Pakistan. Die schlimmsten Orte im Gefängnis, da wo gefoltert wird, die heißen Pakistan. Das ist Pakistan. Muslime sind Pakistan. Muslime sind Terroristen. Das ist die Assoziation. Fürchterlich. Und Christen, das wird in einem Atemzug genannt, Missionare.
Eine andere Variante der Attacke auf die Hindu-Nation, andere historische Traumata werden beschworen, Kolonialismus, Bevormundung und vor allem die Missionskirchen werden beschuldigt, Geld einzusetzen, ja? Schmutzige Mittel, um die Leute rauszukaufen, um die Armen rauszukaufen aus dem Hinduismus. Und deshalb gibt es auf einigen Staaten, auf der Ebene einiger der indischen Staaten, Antikonversionsgesetze, das härteste übrigens in Gujarat, dem Heimatstaat Gandhis. Ja, ich habe die Formulare gesehen. Wenn Sie konvertieren wollen, zum Beispiel zum Christentum, müssen Sie das 4 Wochen vorher anmelden. Ja, so nach dem Motto, in 4 Wochen werde ich meinen Glauben wechseln. Was völlig absurd ist, also Konversion, das intimste Fragen der ganz persönlichen Glaubensüberzeugung, der persönlichen Identität, einem administrativen, monströsen Verfahren unterworfen, wo Fristen eingezogen sind, ja, und allerlei Angaben gemacht werden müssen, welche Pfarrer denn da oder religiösen Geistlichen denn da womöglich involviert waren. Ziemlich absonderlich. Die gute Nachricht, das finden nicht nur Christen so, das finden nicht nur Muslime so, das finden übrigens auch eine ganze Reihe von Hindu-Intellektuellen auch absurd, absonderlich und unterstützen die Minderheiten in ihrem Kampf um Religionsfreiheit. Ja, es gibt immer Hoffnung. Middle East, noch ein bisschen weiter westlich, die größten Dramen in Sachen Religionsfreiheit, die schlimmsten Verletzungen, die uns ja alle sprachlos machen, die finden bekanntermaßen heute statt im Nahen Osten, in Syrien, in Irak, in Libyen. Massenhinrichtungen, Akte der Grausamkeit, scheinbar barbarisch, scheinbar aus der Zeit gefallen, aber gleichzeitig doch Akte des 21. Jahrhunderts, die auch so inszeniert werden, dass man den Gesetzen des Medienvoyeurismus unserer Zeit auch voll Genüge tut. Also absoluter Sarkasmus, Zynismus, Menschenfeindlichkeit. Es macht uns sprachlos, hilflos. Von dieser Gewalt sind alle betroffen. Christliche Gemeinden fürchten nicht nur um ihre Existenz, sondern müssen auch fürchten um ihre Vergangenheit. Es gibt bei einigen dieser Gruppierungen, bei ISIS insbesondere, ja, die Neigung, das Christentum auszulöschen, und zwar auch die 2000 Jahre Geschichte, am besten spurlos auszulöschen. Nicht nur die Zukunft, nicht nur die Gegenwart, sondern die gesamte Vergangenheit auszuradieren. Das sind die größten Herausforderungen. Es trifft nicht nur Christen, es trifft auch die Jesiden, eine Gruppe, die genozidale Gewalt erleidet. Es trifft Mandäer, ganz kleine Gruppen. ISIS versteht sich aber auch als Kampftruppe gegen die Schiiten, das Verhältnis zu den Schiiten auch ein ganz großes Problem. Und auch sunnitische Geistliche, die öffentlich protestiert haben, oder alle diejenigen, die nicht mitmachen, all diejenigen, die sich erinnern, auch im Koran steht ja in jeder Sure Barmherzigkeit, das muss doch was anderes sein, bezahlen Widerstand oder auch nur Skepsis mit ihrem Leben. Der Nahe Osten, also die Region, wo im Moment die größten Dramen stattfinden. Es gibt da Oasen. Ich war kürzlich im Libanon, da sieht das noch anders aus. Ich war in Jordanien, da steht das Königshaus für eine bestimmte Form des religiösen Pluralismus. Aber selbst in Jordanien müssen Menschen, die vom Islam zum Christentum konvertieren, mit Sanktionen rechnen, nicht mit strafrechtlichen Sanktionen. Das ist kein Strafdelikt in Jordanien, anders als in manchen anderen Staaten. Aber es kann bedeuten, Verlust des Sorgerechts für die eigenen Kinder. Und das macht für manche Menschen schlimmer sein, als für ein paar Jahre in den Knast zu wandern. Deutschland. Ich komme jetzt ans Ziel und dann kommen noch ein paar andere Überlegungen hinterher. Also ans Ziel dieser Reise von Ost nach West. In Deutschland sieht es um die Religionsfreiheit sehr gut aus.
Wir haben eine hochentwickelte Rechtskultur, eine Rechtsprechung, also dann gekrönt durch Urteile des Bundesverfassungsgerichts, kürzlich nochmal zum Kopftuch, eine notwendige Flurbereinigung in meiner Sicht. Also eine gute, hochentwickelte Rechtskultur. Allerdings stelle ich mir auch mit Sorge die Frage, ob die gesellschaftliche Basis dieser Rechtskultur nicht erodiert. Diese Frage stelle ich mir seit 3 Jahren. Denn vor 3 Jahren hatten wir in unserem Land die aggressive Debatte zum Thema Beschneidung. Schwieriges Thema, sehr schwieriges Thema. Da kann man unterschiedliche Positionen vertreten. Aber der ätzend verächtliche Tonfall, der da vielfach angeschlagen worden ist, gegen Muslime, auch gegen Juden, wo dann manchmal also auch die Grenze zum Antisemitismus, nicht immer, aber manchmal doch etwas ins Rutschen kam, hat mich ehrlich gesagt schockiert. Das war zum Teil ein Blick in den Abgrund, vor allem wenn man dann ins Internet hineinschaute. Das heißt, hohe Rechtskultur haben wir, aber ein schwindendes Verständnis, auch in unseren Breiten, in Deutschland, in den skandinavischen Staaten, in den Niederlanden, ein schwindendes Verständnis eigentlich für die Relevanz des Menschenrechts auf Religionsfreiheit. Im Kontext der Beschneidungsdebatte habe ich eine Menge Interviews durchgeführt und häufig, das ist jetzt kein Witz, was ich Ihnen sage, häufig war die erste Frage folgende: Was hat denn Vorrang, die Religionsfreiheit oder die Menschenrechte? Ist kein Witz, ist kein Witz. Die Religionsfreiheit oder die Menschenrechte. Damit war der Religionsfreiheit implizit ihr menschenrechtlicher Status abgesprochen oder jedenfalls in Frage gestellt. Und das sind ja keine dummen Leute, sondern das sind Leute, die durchaus wissen, klar, das steht in Menschenrechtskonventionen drin, Religionsfreiheit. Diese Frage lässt aber erkennen, dass man das vielleicht für ein Missverständnis hält. Ne? Also vielleicht aus irgendwelchen historischen Gründen ist das mal so reingekommen, aber die Frage bleibt dann, ist Religionsfreiheit ein legitimer Bestandteil der Menschenrechte? Und es wächst die Neigung, in unseren Breiten diese Frage mit Nein zu beantworten. Die Religionsfreiheit ist provokant. Die Religionsfreiheit ist provokant einmal, weil es um Freiheit geht. Das ist die Provokation in Vietnam, in China, in vielen Staaten auch des Nahen Ostens, in Saudi-Arabien natürlich. Freiheit in Religionsfragen. Bei uns ist es andersrum. Wir sind eine freiheitliche Gesellschaft, klar. Aber wie passt denn Religion in eine freiheitliche Gesellschaft? Wie passt denn Religion in eine säkulare Gesellschaft oder eine Gesellschaft jedenfalls, die von säkularen Staats- und Rechtsinstitutionen gestaltet wird? Und die Zahl der Menschen, die bei dieser Frage geneigt ist, Nein zu sagen oder ins Grübeln zu kommen, wächst. Deshalb, ich komme jetzt nach dieser Reise zu ein paar systematischen Bemerkung, nur 5 Minuten, keine Sorge, und dann geht es um die Rolle der Kirchen, auch ein paar Minuten, dann können wir diskutieren. Ein paar systematischen Klarstellungen, nämlich Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht, das hätte ich vor 3 Jahren nicht geglaubt, dass man das jemals klarstellen müsste. Religionsfreiheit ist ein Freiheitsrecht, das ist der zweite Punkt, und Religionsfreiheit passt nicht nur in einen säkularen Staat, sondern ist sogar dessen Grundlage. Also Religionsfreiheit, Menschenrecht, und zwar nicht nur, weil es irgendwo in den Menschenrechtskonventionen drinsteht. Ohne Religionsfreiheit machen die Menschenrechte überhaupt keinen Sinn. Genauso wenig wie übrigens ohne Meinungsfreiheit Menschenrechte denkbar wäre oder ohne gerichtliche Einklagungsmöglichkeiten wären die Menschenrechte auch nicht denkbar. Ohne Religionsfreiheit machen die Menschenrechte keinen Sinn, weil es bei diesem Recht darum geht, Menschen Respekt zu zeigen für eine existenzielle Dimension menschlichen Lebens, nämlich für die identitätsstiftenden Grundüberzeugungen und übrigens auch für die daraus resultierenden lebenspraktischen Konsequenzen. Religionsfreiheit ist ein sehr praktisches Recht.
geht um ganz lebenspraktische Fragen, aber gegründet in den identitätsstiftenden Überzeugungen von Menschen. Der vollständige Titel dieses Rechts heißt übrigens Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Also es ist nicht ein Menschenrecht, das die Religiösen, das die Frommen privilegiert. Das ist so ein Missverständnis. Ne? Und deshalb sind manche genannt, ach, das müssen wir jetzt mal hinter uns lassen. Es ist ein Menschenrecht, das auch Religionskritik, auch Religionsskepsis, auch bekennerhaften Atheismus mit umfasst. Gedanken, Gewissens, Religions, Weltanschauungsfreiheit. Aber eine Dimension, ohne die Respekt vor der Würde und vor den Rechten der Menschen gar nicht denkbar wäre. Also wenn wir das wegnehmen, geht das Ganze der Menschenrechte eigentlich irgendwie kaputt. Religionsfreiheit, ein unverzichtbares Menschenrecht, und zwar genauer gesagt ein Freiheitsrecht. Es geht um viele Freiheiten, die Freiheit nach Sinn zu suchen, die Freiheit dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen zu kommen, vielleicht auch zu gar keinem Ergebnis zu kommen, die Freiheit über diese Fragen offen zu kommunizieren, die Freiheit andere zum Glauben einzuladen, die Freiheit, selbst den Glauben zu wechseln oder auch in einem, wenn man so will, familiär übernommenen Glauben zu verbleiben. Die Freiheit, sich mit anderen zusammenzuschließen, Gemeindeleben, das ist in Vietnam und China ja die eigentliche Provokation, nicht mehr die Ideen, sondern die Praxis, Gemeindepraxis. Die Freiheit, dafür geeignete Institutionen aufzubauen, auch zum Beispiel Bildungsinstitutionen, Infrastruktur. Ohne Infrastruktur können vor allem Minderheiten gar nicht existieren. Die Freiheit, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Also Religionsfreiheit ist nicht Privatsache, Religionsfreiheit ist eine Freiheit, die auch in der Öffentlichkeit gelebt wird. Zeugnis abgeben, an politischen Debatten mitzuwirken, Demos, Anti-Pegida, ja, und so weiter. Also auch das aus religiösen Gründen oder aus sonstigen Gründen. Also eine sehr umfassende Freiheit. Und immer auch all das nicht zu tun, auch zu sagen, lass mich in Ruhe mit der Religion oder ich will es lieber doch als Privatsache respektiert sehen. Es geht um Freiheit. Freiheit in vielerlei Hinsicht. Und das müssen die Menschen dann selber sagen, was für sie besonders wichtig ist. Also ein Freiheitsrecht, das nur im Hinhören entfaltet werden kann, im Hinhören auf das, was Menschen brauchen. Also ein Menschenrecht, ein Freiheitsrecht und die Grundlage des säkularen Staates. Nicht nur kompatibel mit dem säkularen Staat, denn der Staat hat durch die Religionsfreiheit eine Verpflichtung. Der Staat soll in gewisser Weise Religionspolitik betreiben, aber nicht Identitätspolitik, sondern Religionsfreiheitspolitik. Nämlich, der Staat hat die Aufgabe, einen offenen Raum zu schaffen, der ist nicht einfach so da, der muss gestaltet werden, auch durch Institutionen gestaltet werden, einen offenen Raum, in dem die Entfaltung des religiösen und weltanschaulichen Pluralismus ohne Angst und ohne Diskriminierung möglich ist. Das ist sehr schwer, leicht zu sagen, schwer einzulösen, das ist immer Work in Progress, man ist nie ganz da. Ja, gibt es immer blinde Flecken. Aber diesen Raum zu schaffen, das heißt eigentlich Säkularität. Säkularität ist nicht Indifferenz, ist nicht Passivität, ist erst recht nicht der ideologische Schub in die Privatsphäre, Abdrängen der Religion. Säkularität ist Raum geben, dafür braucht man einen Staat, der das als Gestaltungsauftrag ernst nimmt. Also säkularer Staat, anspruchsvoll, kann er eigentlich nur gedacht und begründet werden durch das Recht auf Religionsfreiheit. Also wer meint, in einem säkularen Staat habe die Religionsfreiheit nur noch als Relikt der Vergangenheit was zu suchen, der zerstört genau die normativen Grundlagen dessen, worum es dabei geht. Das ist natürlich eine Säkularität, könnte man sagen, die ist inklusiv, nicht exklusiv, ne? Nicht abdrängend, nicht ausgrenzend, sondern raumgebend. Ja, und da müssen wir immer gucken, wie wir den Raum angemessen schaffen können. Das waren meine Klarstellungen. Wie gesagt, vor 3 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass es überhaupt nötig wäre. In diesem Kreis ist es vielleicht auch überhaupt nicht nötig, aber ich dachte, ich sage es trotzdem mal. Jetzt also, ne, steht ja offenbar
viel in Tradition von Roger Williams und anderen haben wir schon gehört. Ja, die Distanz zum Staat. Ich würde aber sagen, die Distanz zum Staat ist keine abstrakte Trennung, sondern es ist die raumgebende Gestaltung. Ja, das ist, okay, anyway. Letzter Punkt. Es wird Zeit, dass ich zum Ende komme. Ich gucke auf die Uhr. Nämlich Aufgabe für die Kirchen. Chance für die Kirchen. Und vor allem, was können die Kirchen tun, damit die Religionsfreiheit nicht verletzt wird, damit sie eingelöst wird, vor allem da, wo sie besonders bedroht ist. Was können die Kirchen tun? Was können sie wirksam tun? Was können sie vielleicht auch strategisch tun? Okay, jetzt sage ich erst was vorweg. Strategisch ist wichtig, aber strategisch ist nicht alles. Solidarität ist letzten Endes keine strategische Haltung. Und Solidarität ist natürlich besonders wichtig. Also für die Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen ist die größte Angst und die größte Not, schlicht vergessen zu sein. Ja? Und es ist ja tatsächlich so, also es ist nur ein kleiner Ausschnitt der Menschenrechtsverletzungen in diesem Feld, die irgendwie in unseren politischen Debatten eine Rolle spielen. Middle East ist präsent in wichtigen Zügen. Vietnam zum Beispiel überhaupt nicht. Oder Kasachstan oder Eritrea und so weiter. Gar nicht. Ja? Also es ist ein kleiner Ausschnitt. Also Präsenz zu sein, an die Schicksale zu erinnern. Solidarität fängt an mit der Repräsentation, mit dem Erinnern. Und für Kirchengemeinden kann das auch heißen Gebet. Gebet ist jetzt in der Tat kein strategisches Handeln. Ja? Aber auch das ist sozusagen eine Praxisoption, die für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen wichtig ist. Auch hier, ich weiß, renne ich Scheunentüren ein, die sind alle sperrangelweit offen. Ich will es trotzdem sagen. Denn jetzt kommt dann auch die Frage strategisches Handeln. Ja, es ist dann schon wichtig, auch öffentlich einzutreten für die Religionsfreiheit. Und da möchte ich einen Punkt nennen, bei dem ich wahrscheinlich jetzt keine Scheunentüre einrenne, weil er in der Öffentlichkeit noch kaum bekannt ist. Die Europäische Union hat sich nämlich vor knapp 2 Jahren Leitlinien gegeben für Religionsfreiheit in den Außenbeziehungen. Da ist ein enormes Potenzial drin, also übrigens auch für kirchliche Aktivität, ein enormes Potenzial, das muss man erstmal kennen. Also Guidelines, die Guidelines on Freedom of Religion and Belief der Europäischen Union, für die Außenbeziehungen. Also es geht jetzt vor allem darum, ganz pragmatisch die Infrastruktur in den Entsendeländern der Außenministerien zu nutzen. Infrastruktur heißt Botschaften, Konsulate, Goethe-Institute, British Council, diese zu nutzen und zwar koordiniert zwischen 28 Staaten. Also man kann das zum Beispiel nutzen, man kann nicht nur mal, es gibt ein Commitment, um Prozessbeobachtung zu machen. Man stellt sich jetzt vor, ein spektakulärer Fall, 28 Botschaften der EU koordiniert, sagen wir wollen den Prozess beobachten, wir schicken unsere Leute hin. Man stelle sich das mal vor. Berichterstattung, das läuft, glaube ich, auch schon. Also das heißt, es gibt das Commitment, in Sachen Religionsfreiheit müssen die Botschaften, Konsulate an die Hauptstädte berichten. Einladungen, also zum Beispiel zu Konferenzen des Goethe-Instituts. Macht mal irgendeine Kulturkonferenz und lädt dann auch religiöse Minderheiten ein, ne? Die Baha'is in Jordanien und so. Okay. Die kriegen dann ein bisschen Aufmerksamkeit und das Signal, auch die internationale Gemeinschaft nimmt diese Menschen wahr. Kontakt ist wichtig. Kontakt, ohne Kontakt zu sein, macht Menschen extrem vulnerabel. Kontakt ist wichtig und also eben auch Kontakt mit politischen Instanzen. Die Botschaften nutzen, die Konsulate, die Goethe-Institute strategisch einzusetzen. Und wenn es dann hart auf hart kommt, beschleunigte Visavergabe für Flüchtlinge. Wir haben ja im Moment Massenflucht und wir haben tatsächlich innerhalb dieser Massenflucht auch das Phänomen religiös motivierter Flucht. Nicht alle diese Fluchtbewegungen haben mit Religion zu tun, aber einige eben doch. Also auch das, koordinierte Visavergabe, ja, es gibt ein Commitment. Ja. Und noch einmal sei es gesagt, die Vorstellung, 28 Staaten,
Und auch die EU-Institutionen machen das koordiniert. Das ist schon ganz toll. Im EU-Parlament hat sich übrigens eine Arbeitsgruppe herausgebildet, vor 2 Jahren, zu Religionsfreiheit. Das Tolle ist, da machen Leute aus allen Fraktionen mit. Der Sprecher ist einer der Linksfraktionen des Europarats. Der hat mal eine dicke Bildschrift gemacht über Religionsfreiheit. Wird man vielleicht in dem Spektrum gar nicht so sehr erwarten. Sein Kompagnon ist bei den Christdemokraten. Die machen das. Und haben vor einigen Monaten den ersten Jahresbericht rausgegeben. Also da gibt es neuerdings Strukturen. Und mein Eindruck ist nur, also wenn immer ich so eine Country Mission mache, habe ich auch EU-Kontakte. Ich gehe dann immer auch an die EU-Repräsentation. Man hat häufig dann auch Gespräche mit EU-Botschaftern. Die Guidelines sind zwar bekannt, aber so die strategische Nutzung, ich glaube, die muss noch eingeübt werden. Was dann auch heißt, da braucht es Akteure, die das anmahnen, die das auch kennen. Und die Lobbygruppen, auch sozusagen ihre Lobbyrepräsentanz in Brüssel, die kennen das. Aber ohne die breite Resonanz auch von Kirchengemeinden bleiben diese Lobbygruppen doch auch ein bisschen schwach. Also sie brauchen ihre Resonanz. Und hier, ich glaube, die EU-Leitlinien zur Religionsfreiheit in den Außenbeziehungen, knapp 2 Jahre sind sie in Kraft, sind eine echte Chance. Im Jahr 2016 sollen sie übrigens evaluiert werden. Erstmals, also wir sind jetzt genau in dem Zeitpunkt, wo es gilt, sich darauf vorzubereiten und tatsächlich auch zu überlegen, was können wir einbringen. Wie können wir auch Europaabgeordnete beispielsweise aus unseren Herkunftsgemeinden, wie können wir die mal anfragen oder ein bisschen antreiben, um Auskunft bitten, das Auswärtige Amt um Auskunft bitten, in Brüssel präsent sein. Da tun sich neue Möglichkeiten auf. Ja, die Kirchen sollten Religionsfreiheit als ihr besonderes Thema begreifen. Das tun sie ja großenteils. Also insofern ist das Sollen jetzt kein leeres Postulat. Und wenn das Engagement zur Religionsfreiheit kann durchaus auch legitimerweise einhergehen mit besonderer Aufmerksamkeit auch für Gruppen, die einem nahestehen. Menschenrechtlicher Universalismus heißt nicht Flucht in die Abstraktheit. Es heißt nicht, wir müssen über alle Opfergruppen und betroffenen Gruppen immer gleichzeitig reden. Ja, das ist schon auch legitim, dass etwa die Bahá'í-Repräsentanz sich dann besonders für die Bahá'í in Iran einsetzt, dass Kirchengemeinden auch besonders denken an bedrängte Christen. Wichtig ist aber, dass das nie exklusiv geschieht. Nie exklusiv. Da, wo Christen bedrängt und verfolgt werden, werden auch andere verfolgt. Und deshalb muss der Einsatz auch immer diesen exemplarischen Charakter deutlich machen. Es geht um Menschenrechte. Besonders deutlich wird das durch Crossovers, also indem Gruppen sich mal zusammenschließen oder auch mal für ganz andere sprechen. Eindrucksvoll war etwa, als letztes Jahr ausgerechnet die Vertreterin der Bahá'í bei der UNO sich äußerte zum Thema Schiitenverfolgung. Wer weiß, dass im schiitisch geprägten Iran die Bahá'ís wirklich um Leib und Leben fürchten müssen, der kann das einschätzen, was es bedeutet, dass eine Bahá'í-Vertreterin in der UNO sich ausspricht zugunsten von verfolgten Schiiten in anderen Ländern, in Bahrain oder in Saudi-Arabien, wo gerade übrigens eine Hinrichtung droht eines schiitischen Führers. Und auch CSW, Christian Solidarity Worldwide, hat vor 2 Jahren eine Solidaritätsaktion für einen atheistischen Blogger in Indonesien gestartet. Das sind sozusagen interessante Crossovers, die deutlich machen, Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht, das Menschen zusammenbringen kann. Quer zu den verschiedenen religiösen Überzeugungen. Und auch so, dass die Religiösen und die Religionsfernen hier gemeinsame Aktionsfelder entdecken können. Herzlichen Dank.